Joseph Kony. Schon mal gehört? Nein? Ging mir auch so. Woher oder weshalb hätte ich Joseph Kony auch kennen sollen? Nur weil er ein international gesuchter Massenmörder ist? Ein Mann, der in Uganda seit 30 Jahren sein Unwesen treibt, indem er aus Kindern Kindersoldaten macht, nach den üblichen international bewährten Methoden? Nein, ich kannte diesen Joseph Kony nicht. Dass ich ihn dieser Tage kennenlernen musste, habe ich der Erfindung soziales Netzwerk zu verdanken. In diesem Falle YouTube. Dort wurde ein Hollywood-mäßig produziertes Video über Joseph Kony binnen weniger Tage über 60 Millionen Mal geklickt. Von wem? Von Leuten, die sich für Politik im Detail einen Dreck interessieren. Wenn überhaupt nur für die Folgen von Politik, nie aber für die Ursachen. Sonst nämlich müssen sie nicht nur die anderen, sprich den präsentierten Feind, in Frage stellen, sondern vor allem sich selber und das System, dem sie angehören, von dem sie profitieren. Das passiert fast nie und so ist sich in Sachen Joseph Kony die Community einig. Dieser Joseph Kony ist ein menschliches Schwein, ein Mann, der endlich vor einen internationalen Gerichtshof gehört und zum Tode verurteilt werden sollte. Sollte man ihn auf der Flucht erschießen, wäre das mindestens genauso okay, denn wenn einer sowas macht, wie dieser Joseph Kony, nämlich unschuldige Kinder ohne Skrupel verheizt, ja dann hat er es nicht anders verdient, als dass man ihn endlich zur Strecke bringt. George Clooney und Barack Obama finden den Film übrigens auch gut. Der eine hat den Friedensnobelpreis und der andere sieht im Kino unverschämt gut aus. Reicht das nicht, um sich bedingungslos dem Ziel des Filmes anzuschließen? Weg mit Joseph Kony, jetzt und egal wie? Gemacht hat den Internet-Blockbuster IC, eine Firma mit Sitz in den USA. IC steht für Innocent Children. Würde man dem IC ein A voranstellen und das Ganze in Spiegelschrift lesen, stünde da CIA. Ist mir nur so aufgefallen. Ich gebe zu, eigentlich wollte ich zu diesem Kony-das-Schwein-Kampagne überhaupt nichts schreiben. Warum auch? Ich meine, was könnte ich Neues hervorkramen? Ich kenne diese Art von Filmen. Getauscht werden nur die Orte des Geschehens oder die Köpfe, um die es geht. Das Motiv bleibt immer dasselbe. Irgendwer verletzt unsere Interessen in seinem Land. So geht das nicht. Erinnert sich noch wer an den Film Gaddafi, das Schwein in Libyen oder Bin Laden, das Schwein in Afghanistan oder Khomeini, das Schwein im Iran, Arafat, das Schwein in Palästina? Zurzeit läuft das Schweinfilm ja noch über Assad in Syrien, aber das wird sich bald erledigt haben. Und in Vorbereitung der Mehrteiler, das Schwein Ahmadinejad im Iran, Executive Producer der Mossad. Also bitte, was soll ich denn über den Film Joseph Kony, das Schwein, Neues schreiben können? Überhaupt nichts. Genauso gut könnte ich einen x-ten Kommentar über das Geschäftsgebaren von McDonald's machen oder die Machenschaften der Atomlobby, das Müllverklappen der Mafia, die Verlogenheit der katholischen Kirche. Aber wozu? Ist doch alles bekannt und gerade deshalb uninteressant, ohne dass sich auch nur irgendein Hauch verändert hätte. Im Gegenteil. Dann erreichen mich eine Handvoll Mails mit der Bitte, ach Ken, bitte sag doch was. Wir sind uns unsicher. Wir wissen nicht, wie wir diesen Joseph Kony-Film einordnen sollen. Alle sprechen darüber, finden die Idee irgendwie gut, kommen nur mit der Machart nicht so richtig zurecht. Aber wenn es um Kinder geht? Freunde, ich werde es für meine Verhältnisse relativ kurz machen. Seit wann geht es auf diesem Planeten um Kinder? Bitte seit wann? Und seit wann sind ausgerechnet die USA daran interessiert, dass es Kindern auf der ganzen Welt besser geht? Barack Obama bereitet im Moment einen Angriffskrieg auf den Iran vor. Die Idee ist nicht von ihm, sondern von Netanyahu, aber das tut nicht zur Sache. Dabei werden unzählige Kinder sterben. Na und? 100.000 Opfer mindestens, die meisten davon Kinder, wurden beim völkerrechtswidrigen Angriff auf den Irak getötet, von den USA, aus der Luft. Die Massenvernichtungswaffen, die als Grund dienen sollten, hat man nie gefunden. Das wusste man vorher, nur deshalb hat man überhaupt angegriffen. Die USA sind der größte Waffenhersteller, Waffenverkäufer und Waffenanwender der Welt. Sie produzieren zum Beispiel nach wie vor im großen Stil Personenlandminen, die auch noch Jahre nach einem Krieg vor allem Zivilisten und hier besonders Kinder töten. Die USA und ihre global operierenden Saatgut- und Chemie-Multis, wie zum Beispiel Monsanto, sorgen dafür, dass jeden Tag wissentlich Tausende von Kindern vorsätzlich verhungern. Dieser Planet könnte locker, wenn er wollte, 12 Milliarden Menschen ernähren, aber er will es nicht. Vor allem die USA wollen es nicht oder denen die USA gehören. Eine ziemlich kleine Elite mit einer noch kleineren Zahl von US-Multis, die den Planeten beherrschen, unterdrücken, ausbeuten und mit Terror überziehen, immer mit der Ausrede, die Welt vor Terror zu retten. Gibt es einen US-Präsidenten nach 45, der nicht aus freien Stücken irgendein Land bombardiert hätte? Offizielle Begründung, um die Freiheit wieder einzuführen oder die Demokratie zu was eigentlich? Erinnert sich noch jemand an Vietnam? Zu lange her, okay. Oder die Reagan-Politik in Latein- und Mittelamerika, als mit Millionen Dollars US-finanzierte Terrorschwadronen durch Nicaragua oder Chile oder Argentinien zogen, um demokratische Stimmen abzuschlachten, Diktatoren zu installieren und freie Presse oder Gewerkschaften einzuschüchtern.
Da kamen Hunderttausende um und jede Menge Kinder. Na und? Interessiert sich hier jemand wirklich für die Kinder im besetzten Palästina, von denen seit über 40 Jahren ein immer größerer Prozentteil aufgrund von Mangelernährung der Mütter schon geistig behindert zur Welt kommen? Wie lange soll ich diese Liste ergänzen? Zurück zum PR-Film Lasst uns den Kony killen. Hat sich irgendwer schon mal die Frage gestellt, wie ein 30-Minuten-Film binnen weniger Tage 60 Millionen Mal geklickt werden konnte? Gab es hierfür leichte Hilfe im großen Stil? Ich meine, wem gehört denn eigentlich YouTube oder Facebook oder Twitter? Sind das nicht alles US-Firmen mit Hauptwohnsitz in Silicon Valley? Und stammen nicht 90% der Budgets dieser Startups aus Washington, also dem Pentagon? Wer also ist der eigentliche Pusher hinter dem Kony-Film? Wer will, dass wir uns ausgerechnet jetzt, nach 30 Jahren Kony-Terror in Uganda, für die Kinder in diesem Land einsetzen? In Uganda wurden 2009 riesige Ölfelder entdeckt. Mehr muss man dazu überhaupt nicht sagen. Hätte Uganda kein Öl, könnte Joseph Kony einfach weitermorden. Überall in Afrika, wo es keine Bodenschätze gibt, gibt es auch keine Menschenrechte. Menschenrechte werden immer nur dann hervorgezerrt und dem iPad-Depp unter die Nase gehalten, wenn wir etwas von Land XY wollen und daher alles tun müssen, um den Menschen vor Ort zu helfen. Nämlich sich ausbeuten zu lassen. Wir wollen ganz wörtlich nur ihr Bestes, nämlich wegnehmen. Und das geht nur, wenn man ein Klima schafft, das militärische Intervention erlaubt oder begünstigt. Merke, Kinder und Tiere können helfen, dass selbst die hartgesottensten Pazifisten Geld spenden, um zum Beispiel Joseph Kony zu töten, indem das Geld an Organisationen fließt, die dann dafür Waffen einkaufen. Ob diese Waffen vielleicht von US-Firmen kommen? Stellt sich diese Frage wirklich? Was ich sagen will, wie dämlich muss man sein, um diese miese Propaganda nicht zu durchschauen? Nur weil auch George Clooney den Film gut findet, heißt das noch lange nicht, auf der sicheren Seite zu sein. George Clooney macht auch für Nespresso-Kaffee Werbung, also Nestlé. Und Nestlé interessiert sich nicht die Bohne für Fairtrade. Und damit auch nicht für Kinder. Und jetzt? Wenn du wirklich was für Uganda tun willst, dann stell dir die Frage nach der Ursache. Wieso hört man in unseren News immer nur von Exzessen im gesamten afrikanischen Raum? Weil Afrika bis heute nichts anderes ist als ein großes Lager der Industriestaaten. Früher haben wir Sklaven exportiert, heute halten wir uns diese vor Ort und exportieren Bodenschätze oder kaufen jetzt im großen Stil fruchtbarsten Boden in Afrika im Hektarbereich. Indem wir die Einwohner mit korrupten Beamten erst enteignen und dann abschlachten. Und da sind die Joseph Konys dann herzlich willkommen. Wir, allen voran die USA, treiben die gesamte dritte Welt mit den Tools IWF und Weltbank in eine Schuldenabhängigkeit und beuten diese Länder dann konsequent und erbarmungslos aus. Wir schüren Konflikte, wir exportieren Waffen, wir pushen Bürgerkriege oder lassen der Bevölkerung ganz bewusst wichtige Arzneimittel nicht zukommen. Wir setzen im großen Stil Uranmunition ein und töten so konsequent Kinder noch bevor sie gezeugt werden, denn schwer missgebildet haben sie später nicht den Hauch einer Chance zu überleben. So viel nur zum Thema die armen Kinder. Wir, der Westen, geführt vom Moralapostel USA, stellen die Joseph Konys quasi selber am Fließband her, wenn es uns nützt, und scheißen auf menschliches Leben. Es ist ekelhaft und bizarr zugleich, wie es den lancierten Massenmedien und YouTube-Göttern zu binnen Tagen gelingt, dass die meisten von uns ein Todesurteil für einen Menschen bejahen würden, den wir quasi nur aus einer Quelle kennen. Kony ist ein Massenmörder, richtig, aber welcher US-Präsident, welcher NATO-General, welcher Hersteller von Kampfjets, Splitterbomben, Handgranaten oder Drohnen ist das nicht? In Deutschland ist man besonders clever. Wir sind auch Weltmeister im Herstellen von Prothesen, auch für Kinder. Und wie gut die funktionieren? Ob wir die Tage wieder mal ein paar verstümmelte Kinder bei Günter Jauch sehen, gerettet durch Ärzte der Bundeswehr? Wir alle wissen doch, wie das Coltan in unseren Handys gewonnen wird und wer es ausbuddelt und wer dafür kassiert und was mit dem Geld geschieht. Überall finden wir Kindersoldaten und die Joseph Tonys, die von Multis aus Übersee unterstützt werden, damit der Umsatz nicht einbricht und jeder, der sein iPad 3 will, dieses auch bekommt. Freuen wir uns lieber über Joseph, denn wenn ein Mann über 30 Jahre morden, vergewaltigen und brandschatzen konnte, ohne dass er vom eigenen Umfeld massakriert worden ist, muss er dabei so harmlos gegenüber seinen Vorgängern agiert haben, dass sein Land lieber mit ihm lebt, denn mit einem neuen Kony, der noch viel schlimmer wäre. Ob das zynisch ist? Zynisch ist diese ganze Scheißdiskussion über Kinder in der dritten Welt und dass wir sie vor den Joseph Konys retten müssen. Zynisch ist, dass wir Afrika seit Jahrhunderten vergewaltigen und jeden Dreckdiktator unterstützen, wenn er uns dafür Bodenschätze liefert. Zynisch ist, dass wir mit gigantischen Fischfabriken vor den Küsten Afrikas alles leerfischen und die hungernden Menschen dann in ihren Nussschalen auf offener See absaufen lassen und dafür extra paramilitärische Unternehmen wie Frontex gründen mit Steuergeldern. Diese Konys gibt es doch nur, weil es uns gibt.
Toni setzt doch nur private Ziele in einem Klima um, das wir der Westen geschaffen haben, da wir davon profitieren. Tote Kinder sind gut, tote Afrikaner sind gut, überall sind Tote überhaupt nur gut, wenn sie uns Leben nur die immer knapper werdenden Bodenschätze wegnehmen. Es geht um Ressourcen. Wenn du den Kindern in Uganda helfen willst, sorge dafür, dass alle Industrienationen aus der ersten Welt Afrika verlassen. Niemand von uns ist dort, um irgendeinem Afrikaner oder afrikanischem Kind zu helfen. Hilfe ist, wenn überhaupt, nur ein Abfallprodukt. Für uns ist der Afrikaner generell Müll und deshalb verklappen wir auch unseren Müll dorthin. Plastikschrott, Chemieabfälle, Uranabfall, alles rüber zum dummen Neger. Uns geht der Afrikaner seit jeher am Arsch vorbei und afrikanische Kinder sowieso. Alle 3,5 Sekunden verhungert ein Kind. Vorsätzlich. Auch ohne Koni. Wie wär's mal mit einem Video über diesen ganzen Fake-Humanismus, getarnt als Entwicklungshilfe? Wir entwickeln, wenn überhaupt, nur neue Möglichkeiten für uns, die dritte Welt noch besser auszuweiden am lebendigen Leib. Ob so ein Film auch so viele Klicks hätte? Also ich bin froh, wenn ich hier auf 65.000 komme. Ich fasse mal zusammen. Ende des Monats haben wir ein neues Thema, das uns emotional total mitnimmt. Zum Beispiel Gottschalk in Intensivstation. Waren's die schlechten Quoten? Oder Wolf geht nach Amerika. Ob Karl T. ihn beraten hat? Ich wette, wenn dann da eine Spendennummer eingeblendet würde, also die Nation, wäre am Start. Themawechsel. Wer wird wohl der nächste US-Präsident? Lass mich raten. Die Industrie? Wer sonst? Wie sagte schon John Stuart Mill, solange die Menschen gezwungen werden, immer beide Seiten der Medaille zu sehen, besteht noch Hoffnung. Mal ehrlich, wer hindert uns daran, beide Seiten zu sehen? Wir wollen sie gar nicht sehen. Das ist die brutale Wahrheit und gegen die ist ein Joseph Kony der nette Junge von nebenan. Wenn du wirklich etwas für Kinder in der dritten Welt tun willst, kauf dir ein Buch über Geschichte.